Jo Leute, was geht? Heute habe ich euch mal wieder drei Glitches bzw. Tricks mitgebracht, welche ihr auf jeden Fall mal gemacht haben solltet in GTA 5 Online. Eigentlich wollte ich das Video schon am Freitag hochladen, aber ich habe dann einfach aus Zeitgründen nicht die Zeit dazu gefunden, das Ganze aufzunehmen und hochzuladen. Daher dachte ich mir, lieber spät als nie, lade ich das Ganze doch einfach heute hoch. Bevor wir jetzt aber mit den eigentlichen Glitches bzw. Tipps anfangen, möchte ich nochmal kurz auf ein Thema eingehen. Wie ihr sicherlich selbst gemerkt habt, gehen die Klicks und die Zuschauer bei GTA 5 Videos bzw. Streams deutlich zurück. Der erste Grund ist, dass GTA inzwischen 4 Jahre alt ist und der zweite Grund ist, dass Rockstar lange kein großes Update mehr rausgehauen hat. Ich mache jetzt im Schnitt jeden Tag seit 2 Jahren ein GTA Video und langsam wird GTA doch einfach langweilig. Da habe ich mir überlegt, was man dann stattdessen mal hochladen könnte, um einfach mehr Abwechslung auf dem Kanal zu kriegen. Und da bin ich auf Fortnite gekommen. Was haltet ihr davon, wenn ich ab und zu auf diesem Kanal einfach mal ein Fortnite-Video bringe, zum Beispiel irgendwie ein Best-of oder irgendwie so Epic Moments oder Tipps und Tricks, irgendwas? Ich habe mir das Ganze noch nicht ganz überlegt, was ich da machen könnte, aber ich würde auf jeden Fall gerne in die Richtung Fortnite gehen, weil es von vielen Leuten gehypt wird, ich selber jetzt auch seit 2 Tagen wirklich regelmäßig zocke und aktiv zocke und es mir wirklich viel Spaß macht und ich hätte auf jeden Fall mega Bock drauf, also schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ich würde auf jeden Fall weiterhin bei GTA bleiben, aber halt so ein bisschen noch in die Fortnite-Richtung gehen, also irgendwie so eine Mischung, aber hauptsächlich immer noch auf GTA bleiben. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, beziehungsweise stimmt mal oben rechts ab, auf was ihr mehr Bock hättet. Aber jetzt haben wir auch wirklich mal genug gelabert, los geht es mal mit dem Video, let's go! Den ersten Glitch, den ich euch heute zeigen möchte, ist ein Glitch, mit dem ihr auf jeden Fall ein richtig heftiges Outfit erstellen könnt. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses heftige Headset von den Piloten auf euer Outfit bekommen könnt und mit dem rumlaufen könnt. Und dieser Glitch ist auch wirklich mega einfach, deswegen zeige ich euch das Ganze mal kurz. Ihr braucht dazu einfach irgendeine Yacht, irgendeinen Helikopter und ihr müsst das Outfit anhaben, worauf ihr dann dieses Headset haben möchtet. Was macht ihr jetzt? Ihr steigt jetzt einfach in den Heli mit dem Outfit an ein und fliegt zu dem Pool an eurer Yacht. Jetzt landet ihr den Helikopter so wie im Gameplay, dass ihr, wenn ihr aus dem Helikopter aussteigt, direkt im Pool seid. Also das macht ihr jetzt auch. Ihr landet einfach auf dem Pool und steigt aus. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt und ihr nah genug am Pool wart, solltet ihr direkt das Badeoutfit anhaben. Seid ihr jetzt also aus dem Heli ausgestiegen und habt sogar in dem Sprung sozusagen in dem Pool schon das Badeoutfit angehabt, so wie jetzt im Gameplay, dann braucht ihr eigentlich nichts mehr machen, außer einfach nur aus dem Pool rausgehen und ihr seht selber bei mir, Leute, ihr habt dann einfach auf eurem Outfit dieses Headset auf. Jetzt könnt ihr einfach ganz entspannt in irgendeine Garderobe gehen, direkt in der Yacht oder einfach in den Kleidungsladen oder sowas und euer Outfit abspeichern und schon habt ihr halt dieses heftige Flugzeug-Piloten-Headset auf eurem Outfit drauf. Der zweite kleine Trick bzw. Glitch, den ich euch heute zeigen möchte, ist ein Glitch oder Trick, wie ihr einfach eure Freunde beeindrucken könnt. Fahrt doch einfach mal mit dem Cyclone oder irgendeinem anderen Frontachsen angetriebenen Fahrzeug in den LSC. Seid ihr jetzt nun im LSC angekommen und ihr könnt euer Fahrzeug reparieren bzw. modifizieren, drückt doch einfach mal R2 bzw. die Taste, die entsprechende auf der Xbox. Ich weiß jetzt nicht, welches es ist. Das Ganze funktioniert leider nicht auf dem PC. Also, drückt jetzt einfach R2, werdet ihr bemerken, dass einfach euer Auto anfängt, die Reifen durchzudrehen. Und das ist sehr komisch, denn bei allen anderen Fahrzeugen, die entweder Heck angetrieben sind oder Allrad sind, funktioniert das Ganze nicht. Geht jetzt einfach mal auf die Reifenabteilung und dort auf den Reifenqualm und ändert einfach mal, während ihr R2 gedrückt haltet, den Reifenqualm. Ihr werdet bemerken, dass ihr sozusagen im LSC erstens den Reifenqualm eben bekommt, zweitens den Rauch, während er schon in der Luft ist, einfach die Farbe ändern könnt. Und dieser Glitch ist wirklich mega heftig, ihr könnt da bestimmt richtig, richtig heftige, lustige, mega coole Rockstar Editor Aufnahmen machen, Leute. Nutzt den Glitch auf jeden Fall noch aus, es sieht auf jeden Fall mega fresh aus. Den letzten Glitch bzw. Trick, den ich euch heute zeigen möchte, ist ein kleiner Trick oder Glitch, ich weiß nicht genau, was man dazu sagt, wie ihr auf jeden Fall mit dem Seabreeze einfach unzerstörbar werden könnt. Fliegt dazu einfach mal auf eurem Kopf in das Wasser rein. Ihr seht es gerade selber im Gameplay, was dann passiert. Euer Propeller wird kaputt gehen und ihr werdet einfach auf der Wasseroberfläche treiben. Das Gute ist, ihr verliert auch kein Leben. Das heißt, theoretisch könntet ihr da jetzt ewig drin sitzen bleiben. Aber das Ganze hat noch eine Besonderheit. Ihr seht selber im Gameplay, wenn eure Freunde oder einfach andere Spieler jetzt mit einer Hydra, einer Savage oder irgendetwas anderem auf eben diese Seabreeze, die da rumtreibt, schießt, wird diese sich niemals zerstören lassen, beziehungsweise wird niemals explodieren. Auf jeden Fall ein richtig heftiger Trick, den ihr anwenden könnt, wenn ihr zum Beispiel in einer Open Lobby eine Cargo-Mission oder sowas macht und zwischendurch von einer Hydra oder sowas beschossen werdet. Fliegt einfach in einen See oder sowas, der in der Nähe ist, auf den Rücken rein und dann können die sich euch auf jeden Fall eure Fracht schon mal nicht zerstören. Der einzigste Nachteil ist, dass dann natürlich euer Flugzeug dann auch kaputt ist, das heißt, irgendein Freund muss euch dann abholen. Das waren jetzt auf jeden Fall drei Glitches bzw. Tricks, welche ihr auf jeden Fall mal gemacht haben solltet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und wenn ihr öfters sowas sehen möchtet, dann auf jeden Fall auch ein Abo.
Abo, denn dann verpasst ihr wirklich nichts mehr rund um GTA 5 und GTA 5 Online. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann teilt das Video doch mal mit euren Freunden auf Facebook, Discord, WhatsApp, was weiß ich. An der Stelle bin ich jetzt raus, das Hashtag folgt ist auf jeden Fall Hashtag Sonntag und jetzt bin ich raus, bis bald und Peace!